Hi und herzlich willkommen zum nächsten Part. Erzählen des Leids. Die Karte wurde um einen neuen Ort erweitert. Hallo? Ja, was war das denn jetzt gerade? Nicht unbedingt sein. So, okay, dann einmal bitte das hier. Sicher wehgetan. Der Damage ist halt echt nice. Von Ari. Was ist das? Oh ja? Okay. Schutzzauber an dieser Tür ist versperrt. Und dann wird er hier? Okay. Pflichten eines Champions. Ich fürchte, unser König verliert sich mit jedem Tag ein wenig mehr. Er ist lediglich ein Schatten seines Selbst, ein brodelnder Vulkan aus Furcht, Hass und Paranoia, der in jedem Wachmoment auszubrechen droht. Ich fürchte, wir werden in Verderbnis geführt. Wir haben den Nebel bezwungen und wurden von diesem Land, schönen Land begrüßt. Doch der König und seine Untertanen sahen in dieser Insel nichts als Futter für ihre Gier. Nun sind wir Eindringlinge, keine Besucher mehr. Leider bin ich dem König verpflichtet. Ich bin sein Champion, doch zumindest habe ich sie an meiner Seite. Sie ist der einzige Grund, warum ich noch bei Verstand bin. Der einzige Grund, warum ich mich sicher fühle. Mit ihr an meiner Seite weiß ich, dass wir diesen Sturm überwinden werden. Meine Liebste, meine Callista. Ein schwächlicher Mann sitzt in einer Zelle. Sein Leben hängt an seinen Faden. Sein Gesicht und seine Arme sind mit Geschwüren übersät. Er sieht dich mit dem einen trüben Auge an, das ihm geblieben ist. Du gehörst nicht zu ihnen. Du lebst noch. Ich kam auf die Schatteninsel, um ein Heilmittel zu finden. Heilmittel auf ihn wirken. Ah. Auf sein Gesicht macht sich Erleichterung breit. Der Körper des Mannes entspannt sich endlich. Hätte nie gedacht, dass ich hier Erlösung finde, danke. Die Erleichterung hält aber nicht lange vor und er spannt sein Gesicht wieder an. Bald ist es für mich vorbei. Hier, das hat keinen Nutzen mehr für mich. Er lächelt noch ein letztes Mal ohne Vorwarnung, beginnt er plötzlich zu keuchen und atmen. Und atmet dann lange aus. Danach holt er jedoch keine Luft mehr. Er ist tot. Ulanis Gezeitensphäre. Und hier gibt es nichts mehr. Das ist doch so unfair. Okay, da kann ich scheinbar nicht rein. Stellt euch einer Verkünderin der Wahrheit. Okay, also.
Gehen wir auf dich. Dann. Der den Müll möglich ist. Das hat wehgetan. Ich bin deiner Göttin dankbar. Okay, dann gucken wir mal, ob wir auf den. Ich glaube, am ehesten die erstmal rausholen. Und dann einmal sie nochmal heilen. Schnell wie ein Fuchs. So, was kann Ari nochmal mit ihrer Ulti? Würde ich das hier reinhauen, das heilt halt noch. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das linke machen, aber egal. Halt so. Was haben wir denn hier in der Mitte? Auf welchen Ebene teleportieren? Okay. Ein Teleporter, also gut. Meine neue Arbeit 1 von 5. So, heute ist es soweit. In einer besseren Welt würde ich unter den meisten von Helia Karriere machen. Stattdessen werden mir die Pflichten eines Kammerwächters auferlegt. Widerlich. Ich war Klassenbeste. Ich verdiene Besseres. Aber wahrscheinlich kann ich mich auch bei dieser niedrigen Beschäftigung amüsieren. Meine Aufgabe ist es nun, verschiedene Artefakte und Folianten zu evaluieren und zu katalogisieren, die in unserer Schatzkammer aufbewahrt werden. Schon beim ersten Blick auf die Architektur sind mir tausend Ideen für mögliche Verbesserungen in den Sinn gekommen. Ich werde diesen Wächtern zeigen, was ein scharfer Geist in diesem Beruf bewirken kann. Garel, Wächter der Schwellen. Ich komme nicht durch. Was haben wir hier? Ich habe erst einige Wochen in meiner neuen Anstellung zugebracht und musste bereits Zeuge eines tödlichen einer tödlichen Begegnung mit einer der Objekte aus der Schatzkammer werden. Der Schlüssel des Herzens muss gemäß seinen Unterlagen alle 36 Stunden im dazugehörigen Schloss umgedreht werden. Zu jeder anderen Zeit kann man ihn verwenden, um jedwediges verschlossene Objekt aufzuschließen. Die enttäuschend faule Geflogenheit der Wächter ist jedoch, ihr während der Dienstzeit zu nutzen, um sich durch das Labyrinth der Schatzkammer zu bewegen. Wächter Alms Versäumnis, es ihm zum rechten Platz in den Kammern zurückzubringen und ihn zur rechten Zeit im Schloss zu drehen. Der Schlüssel wurde seinen Namen gerecht und suchte das nächste Herz, nämlich das von Alms, und drehte sich, was er aufsperrte, werden wir nie erfahren, denn Alms überlebte diese Erfahrung nicht. Ich habe damit begonnen, die Unterlagen hinsichtlich der Nutzung von Wartung des Schlüssels zu erweitern. Almas Tod war unnötig, aber wenn wir von seinem Fehler etwas lernen können, dann könnte sein Tod doch noch etwas Gutes bewirken. Eine lebende Seele, die frei herumstreift, die Illusion der Hoffnung, oder vielleicht hast du es sehr eilig, ins Grab zu kommen. Ich weiß nicht, wer du bist oder wie du es her
rausgeschafft hast. Aber anderen vor dir ist es auch gelungen und sie sind alle tot. Siehst du den Riegel da? Lass mich raus. Der Untote hier macht einen verzweifelten und schwachen Eindruck. Eine gezackte Narbe auf seiner Stirn schimmert in einer unheiligen Licht. Was ist das für eine Narbe? Ach, das hat Fresh ein wenig an mir gearbeitet. Zu meinen Lebzeiten habe ich oft gelogen, deshalb nahm er mir die Fähigkeit zu lügen, hat sie einfach rausgeschnitten. Weißt du, wie schmerzhaft die Wahrheit sein kann? Ich habe mich stets selbst belogen, aber nun muss ich der Wahrheit ins Auge sehen, auch wenn es weh tut. Woher weiß ich, dass du mich nicht angreifst? Wie bist du hier gelandet? Ich gehöre zu Fresh Lieblingsspielzeugen, deswegen hat er mich hier in seiner besonderen Sammlung versteckt. In letzter Zeit experimentiert er mit Erinnerungen, schneidet sie heraus und ersetzt sie mit falschen Erinnerungen. Ich wünschte, er würde mich vernichten, dann wäre es vorbei. Woher weiß ich, dass du mich nicht angreifst? Was gibst du uns, wenn wir dich befreien? Das ist meine vernünftige Frage. Ich kann dir nicht helfen, aber kenne jemand, der das kann. Der Diener im Stockwerk unter uns. Er hat die Kraft, dir zu helfen. Er kann den Schmuckstück aufwerten, diese blutroten Amulett, damit du an den stärkeren Schutzzauber vorbeikommst. Aber der arme Kerl weiß nicht mehr, wie das geht. Wie schaffen wir es, dass der Diener sich wieder erinnert? Natürlich mit einer Erinnerung. Und sieh mal einer an. Zufälligerweise habe ich eine von ihm. Ohne seine Erinnerung scheint er doch irgendwie zufrieden zu sein, oder? Du könntest ihm seine Erinnerung zurückgeben, damit er dir hilft, aber was wird das kosten? Und woher weiß ich, dass du mich nicht angreifst? Ich würde dich töten, wenn ich könnte. Aber ich spüre, dass du stärker bist als ich. Deshalb wäre es nicht besonders klug. Okay, wir befreien dich, wenn du uns die Erinnerung gibst. Das ist wirklich das einzig Vernünftige. Ein fairer Tausch, die Konsequenzen sind hier rein Nebensache. Okay. Erstmal rumschreien. Oh. Stellt euch einer Verkünderin der Wahrheit. Ich schreie erstmal einfach rum. Ich weiß nicht warum, aber ich schreie rum, weil ich angespannt bin. Okay. Wir werden immer besser. Oh. Ist das alles? Okay. Dann sind wir den weg losgeworden. Da würde ich einmal gerne rein. Hallo. Der Gefangene in dieser Zelle ist nicht untot. Er scheint sterblich zu sein und noch zu leben, leidet aber unter furchtbaren Schmerzen. Die Zelle ausschließen. Ich bin hier schon so lange, dass ich nicht mehr weiß, wer ich bin. Er hat mir den Verstand geraubt und zerstückelt. Ich weiß nicht, ob die Stimme, die ich höre, meine Erinnerungen sind oder Geister, die er beschwört hat. Es ist alles durcheinander, ein Wirrwarr. Weißt du, er ist kein Vertreter des Todes. Er will nicht, dass du stirbst. Ich wünschte, der Tod käme mich besuchen, bevor Thresh wieder auftaucht. Er muss unsere Schreie, unser Leiden hören, damit er sie versteht, seine Allmacht versteht. Ich hoffe, dass ich meinen Zweck für ihn erfüllt habe, damit er mich endlich freilässt. Aber du kannst dabei helfen, ja, das kannst du. Die Fesseln dort halten mich am Leben. Erhält das bisschen Leben, das ich noch habe. Durchtrenne sie. Tu mir diesen Gefallen. Ich höre sie. Die Stimme meiner Kinder. Sie ruft mich. Wir werden wieder zusammen sein. Auf immer und ewig. Klinge der Verderbnis. Okay, die Tür lässt sich nicht öffnen.
Dann müssen wir nach unten. Und... Ich bin sehr verwirrt. Warum funktioniert das Port nicht? Habe ich den Porter nicht aktiviert? Ich müsste doch mit denen interagiert haben. Keine Ahnung. Hier, du da. Dem Diener seine Erinnerung zurückgeben. Was ist das? Wie hast du meinen Verstand? Ich spüre wieder etwas. Dem Diener läuft eine Träne die Wange herunter. Nein, nimm sie weg, bitte. Bitte. Gib mir dein Amulett. Sie verblassen die Erinnerung. Sie ist weg. Was war das? Was ist gerade passiert? Warte auf Thrush nächste Befehle. So, welche konnte ich jetzt nicht aufmachen? Die hier. Okay. Ist immer noch zu mächtig. Gehen wir erstmal hier lang und gucken, wann wir das nächste Upgrade bekommen dafür, ne? Und dann können wir die aufmachen. Thrush, Allerheiligstes. Unterdessen. Er hat mich Bauer genannt. Dieser verwöhnte König weiß nicht, wie es in Bilgewasser läuft. Das vergossene Blut. Alles, was ich verloren habe. Er hat keine Ahnung. Ich habe meinen Thron verdient. Was? Ah, ist dein Nickerchen vorbei? Ich sehe dich nun, Gangplank. Du bist ein Mann des Schicksals. Befreie mich aus diesem Schwert. Verfolgen wir unser Schicksal gemeinsam, meine Königin und dein Reich. Ich bin kein Narr. Ich werde dich zur rechten Zeit rufen. Wenn es dieser Dämon Thrush befiehlt. Das Amulett, das du trägst, leg es ab. Wir werden herrschen mit meiner Königin an unserer Seite. Deine Königin ist tot. Durch dieses Amulett wirst du mir dienen. Hat Thrush dir das gesagt? Ich muss nicht mit einem untoten König diskutieren, sondern meine triumphale Rückkehr planen. Wo wartet dieser Dämon überhaupt? Meine Königin, er darf nicht zwischen uns stehen. Ich werde seine Seele wie einen Wurm zerquetschen und zu dir zurückkehren. Relikthalle Thrush Kerker. Oh mein Gott. Okay. Das ist groß. Ich glaube, ich befreie es erstmal nach rechts zu gehen. Nur mit den Augen. Schnell wie ein Fuchs.
Nagakaburos. Also dieser Heal am Ende ist halt so stark, Alter. So, kann ich dich schon aufmachen? Nein. Ach so. Ist okay. Der süße Duft der Lebenden. Jemand ist aus unserem Käfig entflohen. Zum Anfang der Prüfung zurückkehren, ho? Huh? Eine koboldartige Kreatur kauert über einen Folianten und beugt sich misstrauisch. Dreist von dir, hier herumzuspazieren, aber du bist nicht der erste Dummkopf, der wir Thrash-Willen widersetzt, sagt er. Der Kobold atmet tief ein und genießt deinen Duft. Mich hat schon seit Jahren niemand mehr besucht. Spiel mir doch ein Spiel. Ich gebe dir einen Band aus meiner Sammlung. Du musst dafür nur ein paar Fragen beantworten, und zwar richtig. Und was passiert, wenn ich versage? Oh, ich werde mir etwas von dir nehmen, aber nichts, was du wirklich vermissen wirst, sagt er. Nur ein Hauch deiner Essenz. Keine Bange, du lebst, das wirst du, du wirst es überleben. Ich bin nicht daran interessiert, Spiele mit merkwürdigen Kobolden zu spielen. Los, stell deine Frage. Jeder hat den seinen... Und er ist nicht verhandelbar. Egal wie hoch der Preis ist, du kannst niemanden dafür bezahlen, deinen... zu überwiegen. Ich bin das, was dein Leben definiert und dich daran führt. Jeder hat seine Ehre und es ist nicht. Warte mal. Jeder hat den seinen und er ist nicht verhandelbar. Egal wie hoch der Preis ist, du kannst niemanden dafür bezahlen, deinen zu übernehmen. Ich bin das, was dein Leben definiert und dich darin führt. Also zum Oberen würde ich sagen tot, aber zum Unteren, finde ich, passt es nicht. Ich mache aber mal tot. Richtig! Ich bewege mich stets auf unsicherer und unberechenbare Weise, der mich einfängt. Nimmt mir meine Kraft, denn ich bin nur grausam, wenn ich ungezügelt bin. Seeleute lieben mich, manche so sehr, dass ich auf ewig ihr Bett werde. Mehr. Ich bewege mich stets auf unsichere und unberechenbare Wege. Wer mich einfängt, nimmt mir meine Kraft, denn ich bin nur grausam. Ich bin nur grausam, wenn ich ungezügelt bin. Ja, mehr, oder nicht? Richtig! Sehr gut, und jetzt beantworte ich meine letzte Frage. Vor mir kannst du nicht fliehen. Ich werde nie müde und ruhe nie. Du siehst mich zwar nie, aber wir beide bewegen uns ständig aufeinander zu. Was bin ich? Schicksal, oder? Vor mir kannst du nicht fliehen. Ich werde nie müde und ich ruhe nie. Du siehst mich zwar nie, aber wir beide bewegen uns ständig aufeinander zu. Das Schicksal. Richtig. Okay. Ha! Abgemacht. Ist abgemacht, sagt er. Ich glaube, ich schulde dir etwas. Der Wälzer wird mir nicht lange fehlen. Ich hole ihn mir einfach später von deiner Leiche, sagt der Kobold. Gebetsbuch. Der Kobold hat kein Interesse mehr an dir. Er sabbert dir doch, als du an ihm vorbeigehst. Oh Gott. Oh, da liegt doch was, genau. Der Inhalt der Schatzkammer ist ein hierarchisches Chaos. Als Wächter müssen wir in der Lage sein, jedes Objekt zu finden und zu beschreiben, das sich in unserer Obhut befindet. Und ich kann nicht guten Gewissens behaupten, dass diese momentan gegeben ist. Ich habe damit begonnen, für einen der älteren Artefakte der Kammern
eine beispielhafte Dokumentation zu entwerfen. Es handelt sich um einen unbekannten großen verstaubten Folianten. In einer früheren Dokumentation wird aufgeführt, dass er böse ist und deine dunkelsten Gedanken flüstert. Es ist ganz offensichtlich, dass diese vage Art der Beschreibung wertlos ist. Ein Wächter sollte einen höheren Qualitätsstandard für sich selbst setzen. Was ist unter einem dunkelsten Gedanken zu verstehen? Und flüstert das Buch tatsächlich? Es hat keine Lippen. Bei einem derart gefährlichen Folianten ist Präzision wichtig. Ich habe es mir selbst zur Aufgabe gemacht, die Effekte des Buchs gründlich zu untersuchen. Ich bin im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte und ich finde es recht einfach, die Effekte des Buchs zu ignorieren. Ich werde es dazu verwenden, eine Kategorie des Basiseffekts Radius und Intensität festzulegen, nach der wir alle Objekte dieser Art kategorisieren können. Okay. Au. Aua, was war das denn? Warum kommt die denn auf einmal wieder zurück? Nicht sonst was? Hier ist irgendwo was. Hä? Hier wird eine Kiste angezeigt. Ich bin verwirrt, warum da eine Kiste angezeigt wird. Was habe ich denn da gerade auf? Das Reich der Geister, Band 3. Okay, aber wie komme ich denn jetzt hier an die Kiste ran? Ich nehme mal an, dass die unten liegt. Alter! Meine Katze hat mich gerade übelst gekitzelt. Menge genervt gerade. Oh, ich habe übelst überzogen. Huch! Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann und bye bye!